Ich bin Christian Theune. Viele kennen mich als Teuni. Ich war in der Plone-Community so die letzten Jahre eher so ein bisschen unterm Radar, weil mein Tagesgeschäft mich ein bisschen in andere Gefilde geführt hat. Deswegen so ein bisschen nochmal als Orientierung. Ich habe 2000 ein Unternehmen gegründet, das heißt GoSept. Das gibt es auch weiterhin noch, da arbeite ich aber nicht mehr. GoSept dürfte in der Plone-Welt eigentlich vielen Leuten auch was sagen. Die machen so Projektgeschäft, die haben eine ganze Menge Webseiten gemacht. Genau, und die richten auch einige Sprints immer mal aus. Ich habe erfolgreich zweimal das Studium abgebrochen, wie das unter deutschen Informatikern durchaus üblich ist, zumindest unter den Ernstzunehmenden. Und in der Open-Source-Welt bin ich so tatsächlich seit 2000 mit Python und SOAP unterwegs gewesen. Viel von dem, was irgendwie Plone ausmacht, ist dann leider immer mal auf meinem Mist gewachsen. Inzwischen schleicht sich der Code so langsam aus. Es ist nicht mehr so, dass ich an allzu vielen Dingen schuld bin. Ich habe mit der Community in der Community viel aufgebaut. Ich bin Gründungsmitglied von dem D-Zug, ehemals D-Zug, der Python Software Verband, dort auch im Vorstand. Und ich würde jetzt mal nach einer Begegnung letztes Jahr sagen, ich bin einer der jüngsten Opas in der Community. Nachdem ich auf dem PyCamp mich mit Leuten über Sachen unterhalten habe, die 20 Jahre her sind, kam ein Student von der Seite rein und meint, Opa erzählt vom Krieg. Und ich muss dazu sagen, dass die Wahl der Frisuren nicht Zwang, sondern Wille ist. Ich könnte auch anders. Genau. Plone hat mich irgendwie seit Anfang an, seit den ersten Betas immer schon beschäftigt. Ein paar Produkte, die ich gebaut hatte, und das ist jetzt wirklich Opa erzählt vom Krieg, waren damals irgendwie der Link-Checker und AlphaFlow. Und Andreas macht schon das richtige Gesicht dazu. AlphaFlow hat uns sehr, sehr weit gebracht damals und ich habe eine Zeit lang mit Thomas zusammen das Plone-Anwenderhandbuch rausgegeben. Das hatten wir als Trainingsmaterial sowohl zum Selbststudium als auch so als Begleitmaterial für Trainer rausgegeben gehabt. Genau, und jetzt war ich eine ganze Zeit lang irgendwie abgetaucht und habe seit ein paar, ja, jetzt ist ja vielleicht seit anderthalb Jahren mit Plone persönlich wieder ein bisschen was zu tun, wenn ich irgendwelchen Vereinswebseiten irgendwie das Typo 3 wegnehmen soll. Dann hole ich zumindest mal das Plone raus und muss aber sagen, dass es ist ein etwas gespaltenes Erlebnis, was ich damit habe. Früher bin ich ja dazu gekommen, weil mit SOAP und dem CMF hat Plone natürlich ein sehr schönes poliertes UI gehabt und eine tolle Dynamik in der Entwicklung, die es jetzt immer noch gibt. Ich bin dann aber eher so in den Engineering-Ansatz abgedriftet und da hat mich SOAP 3 total gefesselt gehabt. Das heißt, da konnten wir uns als Engineer in Clean-Code-Sachen total austoben und Plone war für mich dann immer eher die Hippie-Variante, da war auch der Whisky-Konsum immer ein bisschen höher. Und du guckst so, da halte ich mal mit Alex Pilz. Genau, und insofern freut es mich, jetzt wieder hier zu sein, auch wenn ich mir immer die Finger breche, wenn ich mal 3 Farben anpassen muss in irgendeiner billigen Plone-Seite. Aber ich bin immer froh, wenn es kein Typo 3 ist. Jetzt stehe ich hier als noch nicht so ganz alter, weißer Mann und habe einen Vortrag zum Thema Diversität. Wenn ich so in die Runde gucke, denke ich mir so, ja, da bin ich jetzt leider nicht allein. Es sind auch Frauen da, es sind Leute davon, die ich weiß, dass sie auch einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Das haben wir alles, glaube ich, schon mal besser gesehen. Unser Bundespräsident hat letzte Woche seinen Einstieg in die Ansprache zum Internationalen Weltfrauentag ganz geschickt versucht, das Mansplaining zu vermeiden und sich dann irgendwie wieder rauszuziehen. Meine Fallhöhe ist da jetzt hoffentlich heute dann nicht ganz so hoch wie bei ihm letzte Woche. Vorab, ich würde Diversität und alles, was da auch politisch, kulturell irgendwie mit zusammenhängt, auf jeden Fall gegen alles und jeden verteidigen. Ich bin christlich, humanistisch aufgewachsen und erzogen worden und die Frage von, wie gehen Menschen miteinander um und wie gehen wir miteinander um, lässt sich relativ gut aus sowohl dem kategorischen Imperativ als auch einer Frage von Nächstenliebe ableiten. Gleichzeitig Diversität aus der Perspektive eines Ingenieurs kommt heute von einer anderen Ecke.
Das soll nicht heißen, dass ich die anderen Themen, die irgendwas mit Diversität zu tun haben, nicht schätze. Die sind bloß heute hier nicht Bestandteil der Betrachtung. Genau. Noch eine Triggerwarnung für alle Leute, die irgendwas mit dem VDI zu tun haben und weshalb das Wort Ingenieur in Anführungszeichen geschrieben war. Nach deutschem Recht bin ich kein Ingenieur. Ich nehme das Wort aber in den Mund und ich habe mich mit diesen Themen in der letzten Zeit, in den letzten Jahren beschäftigt und komme sehr viel mit englischsprachigem Material in Kontakt. Und das Wort Engineer lässt sich nur ganz schlecht zurückübersetzen und so ein ingenieursmäßiger Ansatz, also man hätte auch noch das Wort Techniker nehmen können, das ist aber nicht so gut verständlich im Deutschen mit dem Hintergrund, um den es dabei geht. Ich selber habe die Informatik halt nicht abgeschlossen, bin aber eigentlich ein Verfechter davon, Dinge ingenieursmäßig anzugehen. Und deswegen trotzdem, das Wort Ingenieur steht da. Ich bin keiner, es geht um eine ingenieursmäßige Betrachtung unter VDI. Kann sich mit so einem Kram beschäftigen. Was mache ich so den ganzen Tag? Beim Flying Circus entwickeln wir eine Plattform, wir betreiben Infrastruktur und wir, ich sage das so gerne, sind so am Ende der Futterkette aller Projekte. Also wir müssen irgendwie, wenn dann der Launch ist, zusehen, dass eine Anwendung sinnvolle Dinge für den Kunden tut und egal wer vorher was irgendwie nicht gemacht hat oder verrissen hat, wir müssen es dann irgendwie ausbaden, dass das irgendwie funktioniert. Auch bekannt als The Show Must Go On. Was man halt beobachten kann, ist, dass der Stapel an Technologien immer größer wird oder wie ein Mitarbeiter beim Kunden von mir sagte andersrum, der Faden, an dem das alles hängt, wird immer, immer dünner. Ich bin selber jemand, der nachts aufstehen muss, also auch wenn mir die Bude gehört, bin ich im täglichen Doing drin. Ich muss nachts aufstehen, ich mache Bereitschaft, ich tausche Festplatten und ich putze irgendwelche Intel Security Bugs hinterher. Das ist in Summe eine relativ harte Schule, wenn man das so macht und ganz besonders dann, wenn man irgendwann lernt, dass ingenieursmäßige Ansätze einen dann auch irgendwann im Stich lassen, weshalb ich mich mit komplexen Systemen nochmal auf eine ganz andere Art befassen musste. Jetzt haben wir diese schöne Grafik, die so ein bisschen ausdrückt, wie wir Dinge jonglieren und das ist natürlich nur eine Karikatur der Wirklichkeit, das ist natürlich in Wirklichkeit alles viel anders, die ganzen Sachen sind halt alle rechteckig und nicht rund. Aber tatsächlich, so sehen Projekte bei uns gerne aus. Und was man dabei halt nicht vergessen darf, ist, da gibt es tausend Dinge, die irgendwas miteinander tun. Und das eigentlich komplizierte Teilchen, nämlich das, wo die Anwendung drinnen lebt, ist dann irgendwie das eine Ding in der Mitte. Und alles andere ist jetzt nur irgendwelche Komplexität, die da noch außen drum rum schwirrt. Okay. Wie bin ich dazu gekommen, da ein bisschen tiefer reinzutauchen? Einer der wichtigsten Punkte, mit denen wir uns beschäftigen, ist Automatisierung. Das machen wir jetzt seit gut 15 Jahren. Und es gab ein Ding, was uns ganz lange geärgert hat, wie sich es automatisieren lässt. Und das war, wie kriege ich eigentlich das erste Betriebssystem auf einen Server drauf, der aus einer Fabrik rausfällt. Das klingt jetzt irgendwie erstmal ganz easy und man kann da relativ viel automatisieren. Es ist aber so, dass wir... Also was passiert da? Also im Prinzip geht das ja, ich habe irgendein Image, das kopiere ich auf den Server drauf und dann bin ich fertig. Das Problem ist halt nur, wenn die Hardware so ein bisschen anders ist und der Treiber, der dann da irgendwie drin ist, nicht mehr vernünftig läuft, weil sich im BIOS irgendein Default geändert hat. Gibt es unter Linux dann zum Beispiel irgendwelche Sachen mit USB 3, die ganz lange so nicht ohne weiteres funktioniert haben. Und an dem Server war gar nichts anders, der wurde bloß halt mit einem anderen BIOS-Setting ausgeliefert als letzte Woche. Oder dass die Disks plötzlich anders durchnummeriert werden und der Installer andere Disks findet, als das BIOS meint, sie dann beim Booten finden zu wollen. Oder die Netzwerkkarten installieren im Installer, aber dann nicht mehr im installierten System. Und das Ergebnis war, als wir versucht haben, das zu automatisieren, dass immer irgendwer, weil wir halt nicht Server einmal en bloc für die nächsten 5 Jahre kaufen, die sind alle identisch, sondern wir haben da einen dynamischen Pool, der mal größer, mal kleiner, rechts, links, CPU-Modelle nach Tagespreis im Prinzip reinzieht, weil wir grundsätzlich sagen, wir wollen, dass das ein heterogenes Ding ist. Wir wollen nicht, dass das irgendwie total einheitlich ist, weil dann bin ich für bestimmte Fehler, siehe Intel, auf einmal auch in der kompletten Flotte halt anfällig. Und das zu automatisieren hat sich dem immer entzogen und speziell auf die Art, dass wir dachten, okay, wir haben es jetzt und dann kommt in 4 Wochen wieder irgendwas völlig anderes reingeschossen und anstatt, dass ich diesen Prozess irgendeinem Azubi geben kann mit lass das bitte voll durchlaufen, guck einmal drüber und hack das ab, war das dann immer ein, jetzt muss ich da doch wieder ran, dann muss ich wieder 4 Stunden reinmachen, jetzt dauert es schon wieder länger, die Automatisierung zu pflegen, als das Ding per Hand zu installieren. Das
kann ja nicht wahr sein. So, also jeder Versuch, das irgendwie einzuordnen, ging schief. Ein zweites, wo wir uns den Kopf dran eingerannt haben, war die Frage, was braucht so ein Kunde eigentlich im Projekt? Dann kommt einmal ein Projekt und im einfachsten Fall bei kleinen Projekten ist das ein, ja, ich habe hier so eine Anwendung wie einen SOAP, manchmal auch ein PMP, und da muss irgendwie ein Frontend davor und da muss irgendwie eine Datenbank dran und dann ist irgendwie alles total klar und dann geht man das einmal durch und sagt, okay, so viele Ressourcen dahin, so viele Ressourcen dahin, alles gut. Bei größeren Projekten, wie bei dieser Skizze, die ihr da am Anfang gesehen habt, war es dann halt so, dass wir uns eingespielt haben, naja, da muss man ein bisschen Ping-Pong spielen, da muss man die Leute ein paar Fragen fragen und nochmal, das klingt so, als wenn da noch was anderes ist, aber wir haben uns auf jeden Fall darauf eingeschossen zu sagen, wir wollen einen Ablauf im Unternehmen haben, wo man dann nicht nur an den beiden Chefs es hängt, einen Preis auszurufen, sondern dass das im Prinzip auch ein Mitarbeiter machen kann. Und haben so ein Modell gebaut, wo wir dann in so 10, 15 Minuten für Projekte sagen können, das kostet so und so viel, betreibe ich dir dafür, Festpreis, fertig. Und das ist dann auch irgendwann gescheitert. Wir hatten einen Kunden, der kam an mit einer langen Excel-Liste, mit, das sind alle Sachen, die wir haben. Und bei bestimmten Fragen von, du sag mal, ihr habt da das Ding, da gehört doch noch eigentlich das dazu und dann vielleicht noch das, können wir da nicht mal drauf gucken, war er immer, hatte sich dem sehr entzogen. Er sagte, nein, wir haben das hier alles voll aufgelistet. Gut, okay. Und da kam ein Projektvolumen raus von so irgendwie 5.000, 6.000 Euro pro Monat. Das ist bei uns so ein Sweetspot-Ding, wo wir sagen, okay, wenn das in der Größenordnung liegt, das können wir abfrühstücken, da müssen wir jetzt keine großen Handgriffe machen. Das Projekt geht los. Das Erste, was passiert, natürlich das, wo ich meinte so, da fehlt doch noch was, sah genau so aus. Dann mussten wir es nochmal durchrobben und aus einem 5.000-Euro-Projekt ist innerhalb von einem Tag, was schon beauftragt war und angelaufen war und wo Terminpläne dranhängen, ein 20.000-Euro-pro-Monat-Projekt geworden. Es war ein Start-up, Venture Capital finanziert, Geld zum Verbrennen hatten sie, das war in dem Moment nicht das Problem. Das Problem für mich war nur, dass das ein Projekt einer völlig anderen Kategorie war. Das war plötzlich kein Sweet-Spot-Projekt von, das kann einer von unseren Leuten, ohne da irgendwie groß begleitet zu werden, mal durcharbeiten zu, oh, wir müssen unseren Serverpark verfachen und wir müssen das machen und wir müssen das machen. Das waren Dinge, auf die wir nicht vorbereitet waren, jetzt fallen die ganzen Terminpläne um. Und dann haben wir auch wieder da gestanden, haben uns gefragt, es muss doch irgendwie gehen, dass man diese Komplexität eingefangen kriegt. Naja, die Krönung war, dass ich mich seit 2 Jahren damit beschäftige, unser Netzwerk anders zu designen. Wir haben momentan ein sogenanntes Layer 2 Netzwerk, das ist relativ flach, alle Server sitzen in einer Domäne. Wir managen die Security sehr stark darüber, dass wir bei allen Servern die Firewall im Griff haben und sagen, wir kapseln die alle auf Layer 2 voneinander ab. Das ist so lala, das ist okay und man kann die Risiken betrachten und gucken, wie man was da irgendwie bekämpft. Aber im Prinzip ist dann auch noch so proprietäre Technologie drin und das Zeug ist schweineteuer und eigentlich hätte man das gern anders. So mit irgendwie Layer 3 und irgendwie Open Source vielleicht mal auf den Switches und nicht schweineteuer, sondern vielleicht nur teuer. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, es gibt so Dinge wie dynamisches Routing und BGP und VXLAN und Redundanz und alles ganz schwierig. Da habe ich 2 Jahre lang dran zugebracht und mir immer mal diverse Experten dann dazu geholt und da kam immer bei raus, guckt mal, hier habt ihr eine schöne Lösung, so könnte man das bauen. Und es gab keinen Weg von, wir sind jetzt gerade hier, zu, da ist diese schöne Lösung. Speziell, weil wir halt das Problem haben, auf der einen Seite, ich will halt alles, was ich habe, in die neue Welt irgendwie überführen können und nicht irgendwelche Nachzügler über die nächsten 10 Jahre dann irgendwie erst hinterherkriegen. Und das andere ist, wir haben den Grundsatz von The Show Must Go On. Ich kann nicht einfach das Rechenzentrum für einen Tag ausmachen, um alles irgendwie einmal in ein anderes Design zu überführen. Und das hat tatsächlich, das haben wir nicht hingekriegt, nicht durch Experten etc. Und auch das war jetzt irgendwie, jetzt ist es 2 Jahre später und wir haben immer noch ein ziemlich teures Netzwerk an der Backe. Diese Arten von Kollisionen mit komplexen Problemen haben mich dann über die Jahre dazu getrieben, mich mit diesem Thema Komplexität bewusst auseinanderzusetzen. Speziell, weil halt dieses, jetzt kaufen wir uns dann schon nochmal einen Experten ein und noch jemanden, der es noch besser weiß, und es kommt wieder in eine Sackgasse. Und im Umfeld Komplexität gibt es so diverse Disziplinen, und es gibt 2 miteinander Verwandte, mit denen ich mich beschäftigt habe. Das sind die komplex-adaptiven Systeme oder die Anthrokomplexität.
weil das, was ich dort gelernt habe, sehr mit den Grundsätzen, wie wir arbeiten, übereinstimmt. Es gibt sonst noch Sachen wie Scientific Management und ein paar andere Dinge. Und selbst wenn man sich das Feld komplexe Systeme genauer anguckt, gibt es inzwischen ein Riesenforschungsfeld, was an sich unüberschaubar ist. Aber wie gesagt, diese komplex adaptiven Systeme und die Anthropokomplexität, das sind die, mit denen ich die bei mir natürlich resoniert haben. Da gab es natürlich zu all den Sachen, immer wenn ich so Einzelprobleme präsentiere von Serverautomatisierung oder Netzwerk, findet man immer irgendwen, der sagt, das ist ja alles ganz einfach. Irgendwer hat für irgendwie einen so einen Teil mal immer dieses, das ist alles ganz einfach. Das Problem ist bloß, das sind dann immer so Teillösungen. Da hat dann jemand als Experte so ein bestimmtes Ding bei sich auf dem Schirm und überblickt aber nicht, was das für jemanden, der ein Gesamtsystem mit dem ganzen Rattenschwanz nachher ausbaden muss. Also nicht nur über, wir haben jetzt ein halbes Jahr ein Projekt gemacht und das läuft jetzt irgendwie, sondern jemand, der halt selber nachts um drei aufstehen muss, 5 Jahre später. Da bin ich auf jemanden gestoßen, der heißt Dave Snowden. Der ist nicht verwandt mit Edward Snowden. Und Dave selbst sagt gerne, mit diesem Feld muss man sich einfach praktisch beschäftigen. Da gibt es keine irgendwie Wochenendkurse, wo man sagen kann, jetzt hast du hier irgendwie den Agile Coach Expert Stempel drauf und danach bist du zertifiziert und kannst jetzt komplexe Systeme. Damit ist das jetzt auch tatsächlich was geworden, wo ich schon seit 5 Jahren mich mit beschäftige, experimentiere und mehrfach dann auch zu diversen Workshops und Retreats gefahren bin. Tatsächlich finde ich dieses Format aus dieser Community eigentlich ganz spannend. Dave speziell entwickelt, der ist Professor, der entwickelt seine Theorien gerne in Retreats, wo er Leute dafür bezahlen lässt, mit dazu zu kommen, dass er an seinen Sachen weiterarbeiten kann. Es ist aber spannend, weil man da tatsächlich dann selber auch erfährt, wie die Gedankengänge sind, wie bestimmte Dinge zustande gekommen sind. Was ich euch zeigen möchte, ist auf der einen Seite folgendes, es ist kein Modell, es ist auch kein Framework. Was es ist, sage ich euch gleich noch. Es gibt Kinevin. Das ist ein walisisches Wort. Das ist ein Wort für einen Zustand mehrerer Herkünfte. Also die haben nicht nur lange Worte, die haben auch noch sehr abgefahrene Worte auf der Bedeutungsebene. Und ich möchte hier heute nur 2 Sachen rausgreifen im Prinzip. Und zwar, dass wir Systeme anschauen können und einordnen können in 2 grundsätzliche Dinge, nämlich rechts von euch, also von euch aus rechts gesehen, sind die sogenannten geordneten Systeme. Die kennzeichnen sich dadurch, dass ich als Mensch mit mehr oder weniger Fachwissen Ursache-Wirkungsbeziehungen vorhersagen kann. Ich kann sagen, okay, wenn ich alle Variablen habe und ich kenne die Regeln und ich tue X mit dem System, dann kommt Y raus. Rechts unten die Obvious, die werden gerade umbenannt, das heißt inzwischen Clear. Da brauche ich relativ wenig Fachwissen. Beispiel, mir fällt ein Glas Wasser runter, dann weiß ich, okay, Scherben einsammeln, Wasser wegwischen, nochmal drüber saugen, das ist alles gut. Da kann ich eine Best Practice machen, da brauche ich nicht groß überlegen. Ich fange nicht jedes Mal neu an zu denken, oh Gott, ein Glas Wasser ist runtergefallen. Was sind eigentlich die Grundsätze der Schwerkraft und wieso, weshalb, warum? Wichtig zu wissen ist aber, wenn ich dieses Feld aus Versehen verlasse und meine Umgebungsbedingungen, meine Annahmen nicht mehr stimmen, dann degradieren solche Herangehensweisen, in dem Fall Best Practices, ganz, ganz schlecht. Beispiel, wenn ich sage, naja, wenn mir ein Glas runterfällt und ich wische das einfach auf und ich berücksichtige nicht, dass ich gerade einen Rundgang in einer Chemiefabrik mache, dann ist das, was da rauskommt, nicht, oh hoppla, das war jetzt nicht so cool, sondern im schlimmsten Fall ist das ein Mist, ich habe keine Hand mehr. Deswegen gibt es hier unten diese kleine Klippe, das ist die the Cliff of Complacency. Wenn ich also meine Umgebung nicht berücksichtige und immer nur Best Practice mache, dann ist das Ergebnis typischerweise nicht etwas schlechter, sondern ganz gerne ziemlich kaputt. Rechts oben, complicated, sind die Systeme, die sich dem Engineering gut eignen. Das sind nämlich Systeme, wo man viele Variablen hat, wo aber erforscht ist, wie die zusammenhängen und wo sich jemand mit Fachwissen ausreichend lange hinsetzen kann, alles durchdekliniert und dir dann sagt, okay, du hast Problem X gehabt, dafür suchst du eine Lösung, aus dem gesamten Lösungsraum habe ich dir die eine rausgesucht und parametrisiert, nimm sie und du wirst zum Ergebnis kommen. Links sind die ungeordneten Systeme und das sind die Systeme, bei denen wir Ursache-Wirkungsprinzipien nicht, entweder gar nicht mehr herleiten können, das wäre dann links unten das Chaos, oder links oben die komplexen Systeme. Und wer bis jetzt noch nicht so eine richtige Unterscheidung hatte zwischen wann sage ich kompliziert und wann sage ich komplex, dann ist das jetzt ein Serviervorschlag.
Komplex bedeutet, ich kann als Mensch zwar Ursache-Wirkungsprinzipien im Nachhinein erkennen und erklären, die sind aber dynamisch und haben häufig Feedbackschleifen und sind von der Disposition eines Systems abhängig, sodass ich ein Hindsight 2020, und das ist gerne ein Fehler von Ingenieuren, sagen kann, ach, das eine Ding haben wir übersehen, das übersehen wir beim nächsten Mal nicht nochmal. Was vergessen wird, ist, dieses Ding wird so nie wieder auftreten. Beim nächsten Mal wird es was anderes sein. Und es wird von einem Ingenieur sehr häufig die Antwort sein, ja, dann muss ich halt nochmal ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Und, dann muss ich noch, und es wird nicht verstanden, dass es Systeme gibt, die so komplex sind und die so eine Dynamik haben, dass das nie zum Ziel führen wird. Und das war, das ist eine Erkenntnis für mich gewesen. Wir haben noch ein anderes Szenario gehabt, wo wir damit immer wieder auf die Nase gefallen sind, nämlich ein verteiltes Storage-System, und verteilte Systeme sind per Definition komplex, bei dem es immer wieder war mit, jetzt ist es wieder beim in die Produktion gehen schiefgegangen, das heißt, die Reaktion eines sehr ingenieurartigen denkenden Mitarbeiters von mir war dann immer, ja, du hast mir nicht genug Zeit gegeben, dann gibst du ihm mehr Zeit, was passiert beim nächsten Mal, dann geht es halt trotzdem schief. Gut, okay, was macht man da? Also, was macht man da? Links oben, die Antwort für komplexe Systeme im Allgemeinen ist, du musst handeln, ich will kurz gucken, wie es da oben steht, probe. Probe heißt, du musst mit dem System interagieren, du musst gucken, wie reagiert das System darauf, und du musst dich vorbereitet haben von, was passiert, wenn das System in die richtige oder in die falsche Richtung läuft. Ja, was passiert, wenn das System dann anfängt rumzubocken, musst du dir vorher einen Plan bereitlegen von, wie dämpfe ich das, und was passiert, wenn das System in die richtige Richtung läuft, wie befördere ich das. Sehr abstrakt. Machen wir es ein bisschen konkreter. Zum einen, ich habe gerade eben gesagt, Knevin ist kein Framework, das ist sind keine Kategorien. Dave sagt gerne, dass das eine Typologie ist. Und das ist auch ein ingenieursmäßiges Problem, dass wir gerne Dinge anhand ihres Wesens, anhand ihres Seins einordnen wollen. Gerade in Deutschland, wir haben so mit Leibniz und den Leuten, die irgendwie die Nummerierung aller Konzepte der Welt, alles schön ordnen. Und wenn man das einmal hat und wenn wir das einmal haben, mit Weltformel und so drum und dran, dann können wir uns abends endlich irgendwie in den Sessel setzen und dann haben wir die ganze Welt verstanden. Das Problem ist die Realität und funktioniert halt so nicht. Dave sagt zu Knevin gerne, es ist eine Typologie, es ist ein Werkzeug, mit dem man unterschiedliche Perspektiven einnehmen kann. Es ist also weniger die Frage, ist ein System komplex oder kompliziert oder einfach, sondern mehr die Frage von, was lerne ich über ein System, wenn ich es aus der Brille von Komplexität oder Kompliziertheit oder der einfachen Domäne betrachte. Und die Analogie zu dem Spruch, den Dave hier bringt, ist, man räumt irgendwie einmal am Jahresanfang ordentlich auf, man geht irgendwie los, man hat einen Rappel, irgendwie die Stapel sind alle zu groß und kauft sich irgendwie neue Regale und macht eine Ablage und macht dann ein tolles entweder Provenienz- oder Pertinenzprinzip, wenn man sich da so richtig reingenördet hat. Und jeder blöde Zettel hat genau seine Stelle und nach einem Jahr geht das Ganze wieder von vorne los, weil die Realität sich nun mal nicht dem unterordnet, dass sie sagt, okay, du hast dir dein System geschafft und ab jetzt passt alles in dein System. Du musst dieses System immer wieder mit Energie füttern. Und das ist auch was, wo man ganz schön Analogien ziehen kann aus Komplexitätstheorie-Perspektive zu Thermodynamik. Was hat das Ganze mit Diversität zu tun? Ein paar Punkte, die sich aus diesem Ansatz raus ergeben. Wenn ich mit komplexen Systemen interagiere und sie weiterentwickle und sie sich der ändernden Umgebung anpassen und man skalieren möchte, also wobei skalieren jetzt nicht unbedingt größer heißt, sondern skalieren halt auch sich auf andere Anwendungsfälle einstellen oder sie wiederholbar zu machen etc., dann ist es halt spannend, dass wir komplexe Systeme nicht so ansehen können, dass wir sagen, okay, das Ding habe ich einmal etabliert, das mache ich jetzt größer. Jetzt nehme ich 5 davon und baue da ein riesengroßes draus zusammen. Sondern ganz spannend ist, dass in der Methodik eher ein kleiner typischerweise relevant ist. Deswegen hier auch das Lego-Bild. Lego ist halt ganz spannend. Es geht gar nicht so richtig darum, welche Bausteine das sind, aus denen ich mein Haus zusammenbaue. Wichtiger ist, dass das Ding ein Grundkonzept hat, wie ich Dinge miteinander verbinde. Und das ist das, was Lego, Lego hat ja auch von der die haben verstanden, dass die Verbindung relevant ist und die haben diese Fertigung ja so präzise gemacht, dass sich Lego-Steine aus den 60ern heute noch exakt einpassen und
da gibt es eigene Stories aus der Industrie darüber, mit was für Maß die arbeiten. Und wenn ich das dann vergleiche, aber mit zum Beispiel einem Duplo-Spielzeug, ich habe gerade kleine Kinder, insofern habe ich relativ viel von so einem Zeug zu Hause, wenn ich das dann halt vergleiche mit Duplo oder noch schlimmer mit Playmobil, dann ist halt diese Rekombinierbarkeit dort nicht gegeben. Und das macht tatsächlich dieses Spielzeug in Summe auch relativ langweilig, weil ich es halt nämlich nicht auseinandernehmen und zusammensetzen kann. Und was ich aber brauche, wenn ich kleine Bausteine habe, ist, dann brauche ich natürlich viele unterschiedliche Bausteine und muss wissen, wie die dann zusammenkommen. So, jetzt haben wir schon mal so ein ganz kleines Stückchen Diversität hier drin. Ich brauche kleine Dinge, die ganz, ganz unterschiedlich funktionieren und aber gut miteinander Beziehungen eingehen können. Was anderes, wo Diversität mit reinkommt, ist kognitive Diversität. Die Frage von, wie gehen wir Menschen unterschiedlich an Dinge ran? Und ich hatte gestern schon mit einigen Leuten irgendwie über den Mittelwert geschimpft, also über das arithmetische Mittel. Und das ist eine der schlimmsten Dinge, die wir in der Mathematik Kindern in der Schule beibringen. Also ich habe gestern gesagt, das Ding ist eigentlich weaponized, man sollte es eigentlich erst nach dem Abi erklären. Also eigentlich darf das arithmetische Mittel nicht in der Grundschule oder auch nur bis zum Abitur kommen. Das Problem ist nämlich, dass sich mit dem arithmetischen Mittel, und das ist etwas, was wir sehr gerne tun und sehr gerne machen, wir haben viele auch gruppendynamische Dinge, wo wir gerne versuchen, schnell irgendwie zu einem einheitlichen Ergebnis zu kommen, dass das arithmetische Mittel etwas ist, was nichts mit den Repräsentanten der Grundgemeinheit zu tun hat. T-Shirt-Analogie ist, wenn wir hier vorher einmal rumfragen, wer ist denn hier wie groß, und wir bestimmen einmal den Durchschnittswert, wie groß das hier ist, dann kaufen wir 50 M-T-Shirts. Der Effekt ist aber, wir haben die Hälfte der Leute, denen ist das Ding zu klein, und der anderen Hälfte, denen ist das zu groß, und passen tut es gar keinem. Vielleicht gibt es auch ein paar Leute, denen M passt. Aber das Problem des arithmetischen Mittels ist ein Riesenproblem, und wir neigen dazu, immer Dinge vereinheitlichen zu wollen. Das ist für mich das Sinnbild des arithmetischen Mittels. Spannend bei Methoden, die ich bei Dave gelernt habe, ist, dass er Kontraste schärfen möchte. Also wenn der Gruppenübungen macht, und da gebe ich gleich noch ein Beispiel, gibt es die Möglichkeit zu sagen, so, jetzt finden sich mal alle irgendwie zu Dreiergruppen zusammen. Und Dave würde never ever die Leute sich einfach so zusammenfinden lassen. Was der versucht, ist Folgendes zu tun. Der versucht, den Groupthink, Leute, die sehr ähnlich ticken, in die gleichen Gruppen zu stecken. Dann haben die nämlich auf der einen Seite hohe Kohärenz, was Kommunikation angeht. Die können sehr schnell Ideen austauschen. Also zum Beispiel alle Leute aus der Buchhaltung gehen zwar dahin, alle aus der Technik dahin, alle aus Human Resources wird erstmal dahin. Die kriegen alle die gleiche Aufgabe. Und ich habe auch den Vorteil, dass die Ergebnisse zwischen den Gruppen extrem unterschiedlich sein werden. Und was man dann tut, ist nämlich nicht, ich will nicht die eine Lösung jetzt von den Gruppen finden. Ich will nicht den Preis küren von, wer hat hier die beste eine Lösung. Sondern was ich dann mache, ist, ich schicke die Leute rum in ihren Gruppen und lasse sie die Ergebnisse der anderen Leute angucken. Ich will die Kontraste finden. Ich möchte ein so ausdrucksstarkes Ergebnis einer Groupthink-Gruppe wie möglich haben und gebe den Gruppen dann die Aufgabe zu gucken, was machen die anderen denn anders. Und die Betrachtung dessen, was da anders ist, ist viel, viel wichtiger, als zu entscheiden, welche der drei Varianten jetzt gerade die richtige ist, weil es ergibt sich nachher eine fünfte Lösung. Nur daraus, dass man sagt, ah, guck mal, ihr habt da eine coole Idee mit dem gehabt, aber die hier drüben, diese Teilidee war auch nicht so schlecht. Und da kommen wir wieder zu dem Thema Granularität und Rekombination, um das dann nämlich auseinander zu pflücken. Und das ist eine völlig andere Aufgabe, zu sagen, findet bitte die eine Lösung versus macht mal bitte das Spielfeld auf und verhindert so bestimmte Groupthink-Mechanismen, wie wenn ich die alle nur in einen Topf werfe und die eben keine große Kohärenz haben, dann einigen die sich viel zu schnell auf eine politisch korrekte Lösung. Ja, die Techniker, das kann ich jetzt hier nicht sagen, normalerweise haben wir alles mit ganz viel Technik, und die Buchhalter sagen, das muss eigentlich gar nicht billig sein, und dann kommt da eine ganz komische Mischlösung raus, wenn man die an einen Tisch setzt. Wenn man aber zwei Lösungen erstmal auf dem Tisch hat, wo die eine sagt, wir schlagen es mit viel Technik, und die andere sagt, wir schlagen das mit ganz wenig Geld, dann können die sich angucken und sagen, ja, was macht denn das aus, dass ihr das mit wenig Geld macht? Was macht denn das aus, dass ihr das mit viel Technik macht? Okay? Ein anderes Ding, was eine Rolle spielt in dem Umfeld, ist wunderbares Wort, Exzeption. Wer weiß, was Exzeption ist? Es ist etwas, wofür ich schon mal, ohne das Wort zu kennen, gekürt wurde. Ist, für mich heißt es, ich kann Technik meinen Willen aufzwingen. Es ist nämlich der Gebrauch eines Dings für etwas, wofür es nicht designt ist, aber extrem gut funktioniert. Und das Sinnbild hier sind Dinosaurierfedern.
Vögel sind aus Dinosauriern entstanden und irgendwie gab es mal die Entwicklung von, das sind Federn. Es gibt eine Evolution, in der Evolutionstheorie gab es lange ein Problem zu erklären, wie sich diese Eigenschaft des ich habe so ein paar Federn eigentlich etablieren konnte, solange das kein Überlebensvorteil war, zumal man ja erst fliegen kann, wenn man ausreichend Federn hat. Und es war nicht so, dass ein Dinosaurier plötzlich einfach Federn hatte und fliegen konnte. Was tatsächlich dort eine interessante Erklärpfad ist, ist, Federn hatten eine andere Funktion. Es gab damals tatsächlich dann eine einsetzende Kälteperiode und Federn waren von Vorteil, weil sie warm gehalten haben. Und erst später haben die dann tatsächlich die Funktion entwickelt, zu sagen, ah, die Teile, da falle ich nicht so schnell den Baum runter. Und irgendwann haben halt die überlebt, die gar nicht mehr unten angekommen sind. Und die spannende Lehre daraus ist, man muss ständig rumexperimentieren. Also auf der einen Seite eben beschrieben durch so eine Gruppenansätze, wie ich möchte möglichst viele unterschiedliche Dinge haben. Auf der anderen Seite möchte ich Innovation dadurch treiben, dass ich ständig mir neue Sachen ausdenke und ständig experimentiere mit, wie kann man das eigentlich einsetzen und was mache ich anders und wie geht das eigentlich. Und dann greifen diese ganzen Konzepte von Rekombinierbarkeit gut ineinander. Weil das Problem ist, in dem Moment, wo Evolutionsdruck einsetzt, in dem Moment, wo es relevant wird, fliegen zu können, ist es zu spät, sich jetzt mal über 50 Generationen Federn wachsen zu lassen. Und das ist für Technik und es ist für Marktwirtschaft ähnlich. Ich kann nicht in dem Moment, wo ich merke, jetzt ist ein Shift da, jetzt bewegt sich hier was, kann ich nicht anfangen und sagen, so jetzt machen wir ein 3-Jahres-Innovationsprogramm, sondern was ich dann haben muss, ich muss einen Pool von Experimenten haben, wo ich reingreifen kann von, ja, das war zwar nicht dafür gedacht, aber das passt jetzt genau zu dem, wo sich gerade der Markt hin entwickelt. Also holen wir das jetzt raus und verwenden das für was anderes. Ein Ingenieur, also als ich an dem Punkt war, war mir klar, deutsche Ingenieure, denen sträubt sich das Nackenfell bei sowas. Wenn ich dann sage, irgendwie etwas kreativ missbrauchen, da bin ich schon mal in der Bubu-Ecke. Und auch da ist aber wieder das Thema, wir sind nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt damit beschäftigt, die eine Lösung zu designen, sondern das Portfolio an Optionen, was wir haben, zu ändern. Ich betrachte die Umwelt an der Stelle als so eine Art Energiegradienten und nicht aus einer ingenieursmäßigen Perspektive, okay, das Problem ist, ich soll da drüben hin, wie komme ich da hin? Okay, da ist ein Fluss, da ist ein Berg, also einmal Brücke bauen, einmal Berg hoch, zack, zack, zack. Wenn man das macht, dann setzt man halt Scheuklappen auf. Dann hat man sein Reservoir an Techniken, die man halt einsetzen kann und pflügt da durch. Das kann aber sehr energieintensiv sein. Wenn man nämlich mitten auf dem Weg rausfindet und sagt, ja, jetzt bin ich über einen Fluss und habe einen Berg hoch und habe festgestellt, ja, da drüben steht ein Teleporter. Ich habe mich nie nach rechts umgedreht, weil irgendwer hat gesagt, ich soll da hinlaufen. Also fange ich halt an, da hinzulaufen. Das ist eine menschliche Eigenschaft an der Stelle. Das wird durchs Ingenieurwesen gerade noch entsprechend potenziert. Okay, was hat mir das gebracht? Also, wir hatten diese Geschichte mit dem Installieren von den Servern. Wir haben versucht, das als ein Problem von rechts unten zu behandeln, also Obvious Domain mit immer das Gleiche, mach immer das Gleiche. Und das war es ja aber nicht. Die Umwelt hat sich halt ständig geändert. Und das Spannende war, wir haben eine einzige Änderung gemacht. Das Skript war, nachdem ich das gelernt habe, das war tatsächlich eine bewusste Entscheidung aus, okay, ich weiß jetzt, wie man das betrachtet, habe diesen Prozess angeguckt und habe gesagt, wisst ihr, was wir machen? Wir müssen das von rechts unten, von es ist völlig Autopilot und soll ganz ohne Eingriff laufen, wir verschieben das nach rechts oben. Hier muss ein Experte was tun. Und das eine, was ein Experte tun musste, war, den Reboot-Befehl nach dem Installer einzugeben. Das Einzige, was wir gemacht haben, war, den Auto-Reboot nach dem Installer zu entfernen, weil was typischerweise war, war, dass bestimmte Probleme, die später beim Booten in das eigentliche System so richtig zugeschlagen hätten, sich schon vorangekündigt haben mit, ja, nicht Fehlermeldungen, aber irgendwie da im Log war noch was irgendwie komisch und da war was anders als sonst und da war was anders als sonst. Und wenn derjenige, der das Ding bedient, das gesehen hat, dann konnte der aus dem Installer raus meistens mit einem Griff das noch gerade ziehen, anstatt das Ding booten zu lassen, sich dann halt völlig zerlegen zu lassen und dann zu versuchen, ein völlig vergucktes System wieder an den Start zu bringen. Und das war ein total kleiner Eingriff und diese Perspektivwechsel von, lass uns das mal so betrachten und wenn wir so, was wäre denn eigentlich der Unterschied, das muss nicht groß aufwendig sein. Das zweite Problem, was wir hatten, war, das soll nicht lesbar sein, keine Angst. Das zweite Problem, was wir hatten, war dieses, wie kriege ich raus, was Kunden eigentlich
so ein Inventar haben, an Zeug haben. Und es gibt eine Art und Weise, wie in der Kinevan-Welt, wie man an Experimente rangeht, um Dinge rauszufinden. Ein sogenanntes Experimentportfolio. Und das, was ihr da seht, ist im Prinzip einmal so ein Sheet von, welche Experimente haben wir gemacht oder machen wir als Übersicht und dann zu jedem Experiment ein, woraus setzen sich das zusammen. Und da haben wir uns drei zusammengesetzt und die greifen kategorisch ineinander. Das eine ist eine Option auf, wir machen einen sogenannten Discovery Workshop. Da fahre ich oder ein Kollege zum Kunden hin und sagen so, jetzt gib mir mal bitte hier irgendwie eine Tastatur und einen Bildschirm oder man macht das remote und log dich mal irgendwo ein, wo vorne ist bei deinem System. Zeig mir mal den ersten Webserver. Und dann gucken wir da mal drüber, was laufen hier so an Prozessen, was liegt hier an Config-Files rum, was ist an Paketen installiert, dann fangen wir an, dumme Fragen zu stellen. Wo baut denn der jetzt eine Netzwerkverbindung hin auf, etc.? Aha, okay. Guck mal, der baut eine Netzwerkverbindung nach ganz irgendwo, ist ja ganz woanders. Ah, da haben wir noch diese eine Hetzner-Kiste da drüben rumstehen, das hat irgendwie der Typ vor 5 Jahren, der ist nicht mehr. So, wenn du das machst und immer so von einem zum nächsten, dann bist du so nach 3, 4, 5 Stunden auch bei größeren Systemen relativ weit durch und du hast zwei Dinge erzeugt. Das erste ist, der Kunde hat nochmal gemerkt, das sieht ganz anders aus, als ich das jetzt irgendwie runtergeschrieben hätte. Und er hat selber sich mental schon darauf vorbereitet zu wissen, das sind jetzt nur 80% und nicht 100. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nämlich die zweite Variante von, man kann den Kunden auch eine Liste erstellen lassen. Und dann ist aber wichtig, wie der Kunde auf Fragen zu der Liste reagiert. Und der Kunde aus dem ersten Beispiel hat nämlich genauso eine Liste erstellt und hat auf Fragen aber immer reagiert mit, hör auf mich zu nerven, meine Entwickler und die müssen alle arbeiten, geh weg. Du hast doch da die Liste. Wenn er das macht, ist das ein Zeichen von, der hat maximal 50% erschlagen. Der ist sich zu sicher. Jemand, der sich zu sicher ist bei so einer Liste, der ist nicht mal an 80% dran. Und ein drittes Experiment, was wir haben, ist, wenn du gar nichts in diese Richtung aus dem Kunden rauskriegst, dann reden wir über ein Worst-Case-Szenario. Dann sagen wir so, was würde dich denn so richtig nachts in den Schlaf bringen, wenn wir das verreißen? Und dann kommen die Leute an, oh, da ist dieser eine wichtige Datenbank-Server. Aha, geht doch. Du machst dann auch keine abschließende Liste, sondern du kommst dann mal so Pi mal Daumen zu einem Budget und machst mit dem Kunden am anderen Ende über das Worst-Case-Ding von, was ist denn deine Schmerzgrenze? Wo dürfen wir denn nicht drüber hinaus? So. Und diese drei Experimente greifen tatsächlich ineinander. Bei jedem Experiment stehen Signale drin. Ich hatte ja am Anfang gesagt, man muss sich darauf vorbereiten, Dinge zu dämpfen, wenn sie schief laufen und Dinge zu beschleunigen, wenn sie in die richtige Richtung laufen. Und zu jeder dieser Strategien gibt es genau das und die haben gegenseitig Absprungpunkte. Die haben nämlich genau so ein Ding von, okay, wir sind durch den Workshop durch, ich mache jetzt mal eine Liste, du guckst nochmal drüber, wir machen dann nochmal mit dem Listending weiter. Du willst keinen Workshop machen und du machst eine Liste, wo du keine Fragen beantwortest, dann spiele ich mit dir jetzt Risikomanagement. Und die greifen so ineinander und damit haben wir tatsächlich jetzt ein gutes Problem. Wir ziehen das nicht immer formal durch, darum geht es nicht. Aber wir haben jetzt so ein Smell von, läuft das jetzt hier gut und läuft das nicht und was mache ich jetzt eigentlich? Und hier ist nämlich die Antwort auch nicht gewesen, ich will eine Lösung als Prozess haben, sondern ich will ein Portfolio von Handlungsmöglichkeiten haben, die sich dem Kontext anpassen. So, und zu guter Letzt war halt für uns noch das Thema, wie gehen wir jetzt eigentlich mit diesem Netzwerkthema um? Das war so das größte Ding, wo ich irgendwie 2 Jahre lang dran rumgedoktert habe. Und eben mit allem Input, was wir dann gemacht haben, ist, ich habe dann genau so einen Workshop intern gemacht mit 3 Leuten, also ich plus meine 2 Leute aus der Infrastruktur. Wir haben uns 2 Tage eingeschlossen, haben den ganzen Input, den es so gab, mitgenommen, haben diese ganze Methodik, die der für solche Arten von Workshops hat, mal ausgepackt. Und ich muss sagen, hurra, dass er auch erkannt hat, dass Moderatoren eher störend sind. Also die haben eine Studie gemacht, die haben mehrere Studien gemacht und bei einer Studie kam raus, dass selbst die besten Moderatoren, die darauf achten, keinen Einfluss zu nehmen auf Gruppen und Entscheidungen und es immerhin 5 Minuten ausgehalten haben. Sobald du einen Mediator irgendwo mit drin hast, kannst du dir sicher sein, dass das Ergebnis von den Vorstellungen des Mediators beeinflusst wird, egal wie gut er ist. Und ein Grundsatz von den Techniken, die Dave entwickelt, sind sogenannte Zero-Facilitation oder Self-Facilitation-Methoden, wo du im Prinzip Mediatoren und Moderatoren komplett ausschließt. Die haben ein paar coole Sachen gemacht, wo sie das nachgewiesen haben. Sie haben zum Beispiel in Dänemark einen Workshop gehalten, wo die Moderatoren kein Dänisch konnten und aber die inhaltliche Arbeit nur auf Dänisch stattfinden durfte. Und da kam was völlig anderes raus, als sie dann mit anderen Moderatoren von der Qualität.
Und ein anderes Konzept, was sie hatten, war, dass Moderatoren in einem großen Raum, und der machte sehr große Sachen mit teilweise 50, 60, 70 Teilnehmern, und die Moderatoren durften nur auf den Emporen stehen und konnten nicht so richtig hören, was die da unten machen, und durften nur verkündigen, was jetzt der nächste Prozessschritt ist. Und auch das waren so ein paar Techniken und Experimente, die er gemacht hat, um zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich wirklich versuche, den Moderator rauszunehmen. Und diese Techniken sind total toll. Und was wir jetzt nämlich geschafft haben, ist, wir haben es in 2 Tagen geschafft, was wir in 2 Jahren mit Experten nicht hingekriegt haben. Wir haben ein Netzwerkkonzept entwickelt, wo wir alle unsere Probleme erstmal schon mal zumindest in der Theorie erschlagen bekommen haben. Wir haben diese ganzen Verknüpfungen zwischen, da haben wir noch dieses eine Ding und da noch und das dort und so. Und er hat dann halt sogenannte Triplets für die kognitive Diversität, haben wir halt eine Kombi aus. Wir haben einen im Unternehmen, der ist extrem neu. Der ist auch fachlich, was Netzwerk angeht, eigentlich so gut wie gar nicht bewandert. Du willst ein naives Element irgendwo drin haben. Wir haben mich als jemanden, der über das Geld zu entscheiden hat, mit dabei gehabt. Und wir haben einen unserer Ingenieure, der halt sehr lange schon damit beschäftigt ist und das ganze Zeug in- und auswendig kennt, dabei gehabt. Und wir haben uns dann wieder voneinander separiert und eigenständig jeweils immer von den Inputs nochmal Lösungen entwickeln lassen, haben die dann wieder zusammengelegt, haben die dann wieder angeguckt. Und da kamen tatsächlich Sachen raus, wo wir danach gesagt haben, das hätten wir aus einer reinen Expertenperspektive nicht hingekriegt. Gleichzeitig sind wir in der Lage, jetzt eine Roadmap zu haben. Wir wissen, wie wir nächste Woche im Prinzip anfangen können, das Bestandssystem abzulösen und so das dringendste Problem von, wir mieten da gerade Switches, das ist eigentlich ein ganz cooles Modell, aber es ist schweineteuer, in eine Form überführt, die hätte uns kein Experte jemals empfohlen, indem wir nämlich tatsächlich sagen, wir machen das jetzt so dumm, wie es nur geht. Keine VLANs, kein nichts, wirklich ein VLAN, ein Switch, ab da rein, wir erschlagen, verkaufen nochmal für ein paar 100 € ganz billige Switches, die nachher wieder rausfliegen. Und dann haben wir aber eine Roadmap, wie wir dann zu einem etwas besseren Netzwerk, zur nächsten Erweiterung kommen und haben dann nochmal jetzt unseren einen, wir haben aus dem Open-Source-Umfeld einen Experten, den wir dafür ranziehen, der ist immerhin herstellerunabhängig. Und der hat da drauf geguckt und hat dann selber gesagt, so fuck, da wäre ich nicht drauf gekommen. Total geile Lösung, total gutes Endprodukt, die Zwischenschritte stimmen, der kann das verifizieren, der kann das validieren, der kann sagen, ja, das hat jetzt alles Hand und Fuß, der kann das aber nicht produzieren. Okay, nochmal, Ingenieure, wo ist das Problem? Das Problem ist nicht, dass Ingenieure, die eine Lösung finden wollen. Das ist total valide in dem Umfeld von geordneten Systemen. Wenn ich nämlich mein Feld von, sei es E-Technik, sei es Bau, was auch immer habe, wo ich weiß, welche Regeln gelten hier gerade, was darf ich anwenden und ich komme irgendwie von A nach B. Das Problem ist, wenn ich komplexe adaptive Systeme habe, wo ich auf Neuerungen reagieren muss, wo ich auf sich ändernde Umwelt reagieren muss, wo ich eben auch während der Projektlaufzeit auf Sachen reagieren können muss, da tun sich Ingenieure gerne mal schwer. Agile Ansätze leben als ein dynamisches Konzept eigentlich zwischen kompliziert und komplex. Ich muss aber ganz persönlich sagen, die vermitteln dazwischen, ich muss aber ganz persönlich sagen, gerade mit der Industrialisierung von agilen Prozessen, so siehe Scrum, ich habe es selten erlebt, dass tatsächlich substanzielle Änderungen irgendwie nochmal aufgegriffen werden. Also im Prinzip ist es auch nur ein Wasserfall, wo sich innen drin so ein kleines Rädchen dreht und man halt alle 2 Wochen den Sprint hat. Aber dass man nach irgendwie 8 Iterationen sagt, du, wir haben uns jetzt rausgefunden, am Anfang hätten wir es alles anders machen müssen, habe ich noch nicht gesehen. Fände ich wirklich cool, wenn das passiert, weil das ist die Idee von dem Kram. Ich sehe es nicht. Wie kann man herausfinden, dass der Ingenieursansatz nicht der richtige ist? Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Wenn die Zeit nicht reicht. Wenn ein Ingenieur kommt und zum dritten Mal sagt, die Zeit hat nicht gereicht, dann ist das ein extrem starkes Signal dafür zu sagen, dass der ingenieursmäßige Ansatz nicht reicht. Ich weiß nicht, wer das Foto erkennt. Das ist ein Beispiel für komplexe Projekte, die ingenieursmäßig in Deutschland gerade nicht fertig werden und wo keine Flugzeuge starten. Und unser Herr Minister da so ein bisschen wie Schwein ins Uhrwerk guckt, würde ich sagen. Genau. Wichtiger für komplexe Systeme ist halt eben nicht zu bestimmen, was brauche ich, um von A nach B zu kommen, sondern die Frage ist, wo bin ich gerade? Was sind meine Handlungsoptionen? Und mit welcher der Optionen laufe ich denn schon mal in die richtige Richtung, um mich dann wieder neu zu orientieren, um dann eben zu finden von, wir wollten zwar da drüben hin, aber hier ist es viel schöner. Oder, ja, wir wollen da hin, aber der direkte Weg ist halt so energieintensiv, ich weigere mich, das zu machen, ich mache jetzt was anderes, ach, guck mal, hier drüben ist ein Aufzug. Das sind Ansätze, die eignen sich halt dem deutschen Ingenieurswesen nicht so ganz. Ich habe jetzt vor allem gerade ein Haus saniert und habe da auch so meine Kontakte mit so alteingesessenen deutschen Ingenieuren gemacht.
Und mein Vater ist einer und ich will dem definitiv nicht zu nahe treten, aber die Leute, die ich da erlebt habe, die meinen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil sie ja alle Formeln, die man jemals für irgendwas brauchen könnte, haben und in der Norm steht es ja. Das kann ich nicht mehr hören. Genau. Jetzt mache ich nochmal eine Schleife zur Diversität. Wenn wir neue Dinge haben wollen, wie ist denn eigentlich meine Zeit? Ich habe bis 14 Uhr, ne? Gut, alles klar. Ja, genau. Ja, ich komme jetzt auch so langsam zum Ende. Wenn wir neue Dinge machen wollen, dann haben wir das Problem, dass wir Chaos brauchen. Wir müssen uns ins Unbekannte stürzen irgendwie. Ich kann nicht nur neue Dinge entwickeln, indem ich auf bereits neuem, bereits Bekannten aufbaue. Hilft auch, da kommt man auch ein Stückchen mit, aber das geht halt nicht nur. Neuerungen brauchen Chaos und Komplexität braucht Diversität und Engineering kann ich später daraus entwickeln. Jetzt breche ich für Plone eine Lanze. Plone kam mir schon immer sehr chaotisch vor. Und zwar tatsächlich im Nachhinein, so 5 bis 10 Jahre später gerade, in einem positiven Sinne. Das ist eine Dynamik, die sich daraus entwickelt, die habe ich vor 10 Jahren absolut nicht zu schätzen gewusst. Und natürlich führt das immer mal zu Auswüchsen, wenn man eine persistente Registry, die über einen noch einen Adapter und mit noch einem Ding dran und da noch eine Technologie und wir hatten ja das, und dann machen wir es jetzt nochmal in der Variante. Das muss man auch mal wieder einfangen zwischendurch. Und da wisst ihr alle, wie schwer man sich damit tut, das dann zu machen. Ich glaube, ihr habt zum Beispiel mit den SOAP4-Ansätzen viel richtig gemacht an der Stelle, Themen dorthin zu drücken und nicht zu versuchen, die direkt zu lösen. Komplexität lebt viel davon, Probleme nicht direkt zu lösen, sondern sich eine Umschiffung zu suchen. Und daran ist meiner Meinung nach SOAP 3 auch gescheitert im Prinzip. SOAP 3 hatte zu wenig Chaos. SOAP 3 war etwas, wo ich mich reingestürzt hatte damals. Boah, ist das geiles Engineering. Jetzt haben wir den Java-Leuten was entgegenzusetzen. Wir machen das noch besser. Und was daraus entstanden ist, ihr habt das dann mitgemacht. Das war dann irgendwie mehr ein, ihr habt das dann auch noch ins Plone reingeflanscht. Aber das war was, wo ich tatsächlich sagen muss, da ist SOAP 3 an der Realität gescheitert, neben vielen anderen Stellen, anderen Sachen auch. Dieses, okay, wir denken das jetzt mal alles bis zum Ende durch. Und everything is an adapter und solche Sachen. Das ist genau aus so einer ingenieursmäßigen Perspektive getrieben, die dann in der Realität extrem schwierig war. Ich habe tolle Projekte damit gehabt, wo es gepasst hat. Das ist eine Kontextfrage. Es gibt aber nur wenig Projekte, wo das auf die Art passt von, wir entwickeln Software, indem wir uns den Laborkittel anziehen und jetzt mal alles von vorne nach hinten durchdeklinieren. Das geht einfach nicht. Und was dann eben typischerweise passiert, ist eben, es kippt nicht in, oh, das funktioniert nicht so richtig, sondern es kippt in ein, fuck, ich weiß nicht, wie ich das hier, mir brennt jetzt der Kittel, ich weiß nicht, wie ich das irgendwie im Zeitrahmen und mit dem Aufwand irgendwie alles zusammenkriegen soll. Alright. Also, ich habe was über Diversity gelernt in den letzten Jahren, was deutlich über das hinausgegangen ist, was meine persönliche Einstellung zu Menschenliebe und alle Menschen haben ein Recht auf Existenz und so untermauert oder ergänzt. Wichtiger ist die Erkenntnis, Komplexität und Chaos, das gehört halt in der Welt dazu. Das gehört zum Leben dazu, das gehört zum Menschen dazu und wir bringen uns um extrem viele Erfahrungen und Erkenntnisse, wenn wir den Handlungsspielraum bei echten Herausforderungen, die wir haben, reduzieren. Speziell bei Aufgaben, die uns an die Grenzen bringen. Ich muss, um neue Sachen zu haben, Grenzen überschreiten. Und dieses Wort Fehlerkultur ist total missverstanden im Deutschen. Fehlerkultur heißt eben nicht ein Feel-Good, oh, nicht so schlimm, sondern Fehlerkultur heißt, wenn ich was Neues schaffen will, muss ich die bekannten Systeme über ihre Grenze strapazieren. Es geht nicht anders, sonst lerne ich nichts Neues. Wenn ich mich immer nur in dem Bereich bewege, wo mir nichts Schlimmes passiert, wo ich nichts verreiße, dann lerne ich nichts. Und das Wichtige ist aber eben, vorher gesagt zu haben, ich will jetzt was lernen. Das heißt, jetzt geht nicht gleich vielleicht was kaputt, sondern die Aussage ist, jetzt geht gleich was kaputt. Wenn ich nichts kaputt gemacht habe, habe ich nichts gelernt. Experimentportfolios, die nicht in sich widersprüchlich sind, bringen keinen Erkenntnisgewinn. Irgendeins der Experimente muss fehlschlagen. Wenn es das nicht tut, habe ich nur sowas gelernt wie, ja, ich kann hier mit 30 km/h eine Stunde geradeaus fahren. Ich weiß aber nicht, ob nach einer Stunde eins eine Klippe kommt und ich einfach runterfalle. Und wir Menschen neigen aber dazu, linear zu extrapolieren. Das heißt, wenn ich halt getestet habe, ohne an die Grenze zu kommen und weiß, ach, bis dahin funktioniert es, dann denken wir uns implizit, ja, dann funktioniert es auch noch eine Weile länger. Und das wird es aber nicht. Und das Ergebnis davon wird immer ein großes Problem sein. Und das ist der Grund, warum wir Diversität brauchen, auf extrem vielen Ebenen im Leben.
Und das Spannende ist, es ist eine so fundamentale Eigenschaft, die ist nicht nur divers im Sinne von, wir als Menschen sind unterschiedlich, sondern jeder von uns selber trägt eine unglaubliche Menge an Diversität mit sich rum, weil selbst unser Persönlichkeitsbild divers ist. Das Gehirn ist ja nun mal so aufgestellt, dass es versucht, Energie zu sparen. Ja, jetzt haben wir schon wieder irgendwie eine Stunde keinen Kaffee gehabt, da wird es immer stärker. Und das, was wir Identität nennen, ist ein unglaublich fraktales Ding. Identität ist ja im Prinzip nur ein Bündel von Handlungsweisen, die das Gehirn versucht, so energieeffizient wie möglich kontextspezifisch anzuwenden. Und von diesen Kontexten haben wir extrem viele. Jetzt sind wir gerade Tagungsteilnehmer, wir sind Kinder von Leuten, wir sind Mütter, wir sind Ehepartner, wir sind Enkel, Saufkumpel, Auftraggeber, Kunde, Investor, was auch immer. Und in all diesen Rollen aktivieren wir völlig unterschiedliche Profile von Handlungsweisen. Da ist eine unglaubliche Diversität drin, die ist auch noch widerspruchsbehaftet. Wir tun Dinge mit unseren Saufkumpels, das würden wir mit unserer Mutter nicht machen. Wir würden unseren Kindern nicht erzählen, was wir selber auf dem Fahrrad alles veranstalten. Wenn der Mensch, wenn er ingenieursmäßig ein konsistenter Satz von Verhaltens- und Regelwerken sein müsste, dann würden wir ständig, weil wir durch Nullteilen, in Flammen aufgehen. Und deswegen, wenn irgendwer in Frage stellt, ob Diversität an irgendeiner bestimmten Stelle im Leben oder halt auch in der Arbeitswelt eine Rolle spielt, dann ist der hat gefälligst in Flammen aufzugehen. Ja. Alright. Mir selber ist es jetzt natürlich auch passiert. Ich habe am Anfang was gesagt und das ist, Dave hat gesagt, man kann das nicht einfach so lernen über einen Kurs. Und tatsächlich mache ich das jetzt seit 5 Jahren und Anfang letzten Jahres hatte ich dann innerhalb der Firma einen mehrtägigen Workshop gemacht, wo genau diese Konzepte mit, das ist alles so ein bisschen offene Fragen und da muss man das mal ein bisschen laufen lassen und ich sage dir noch nicht, wo ich eigentlich hin will, auf so viel Widerstand gestoßen, wo ich dann eben nicht mehr wusste, wie diese Non-Facilitation-Methoden da eigentlich zurande kommen sollen, das ist einmal komplett in Flammen aufgegangen. War extrem mäßiger Output und Dave erinnert immer wieder daran, wir haben in Deutschland im Gegensatz zum Engineering ein sehr, sehr tolles Modell, wie Leute zu Erkenntnissen und zu neuen Fähigkeiten kommen. Das ist nämlich das Ausbildungsmodell. Und er vergleicht die ganze Zeit die Art und Weise, wie wir uns die Fähigkeiten in der komplexen Welt zu handeln aneignen können mit der deutschen Ausbildung im Prinzip. Mit einem dualen, du brauchst theorieinformierte Praxis. Du kannst nicht nur theoretisch arbeiten, du kannst nicht nur praktisch arbeiten, du musst es gegenseitig sich befruchten, verheiraten. Ich bin da dran geblieben, ich habe jetzt dann letztes Jahr nochmal mich wieder reingekniet und mehr Papers gelesen und mehr mir die Finger verbrannt mit diesen ganzen Workshops und bin nochmal zu seinen Retreats gefahren, habe nochmal Seminare mitgemacht, immer auf allen Ebenen dran geblieben und tatsächlich dieses Netzwerkdesign-Ding war endlich mal, wo ich mit den Leuten, die mir vor einem Jahr tatsächlich unglaublich viel Pushback gegeben hatten, von ich verstehe, was willst du hier von mir, was soll denn das alles, sag mir endlich, was für ein Problem ich lösen soll. Für die hat es dann endlich auch geklappt, dass ich das einbringen konnte auf eine Art, wo sie gesagt haben, oh, jetzt hat es Hand und Fuß, jetzt verstehe ich, wie das hier zusammenhakt, jetzt wird das irgendwie so, dass ich merke, ich muss mal ein bisschen die Füße stillhalten, ich muss das mal ein bisschen aushalten, dass hier Spannung existiert, die ich nicht sofort auflösen kann, wo ich noch warten muss, was kommt hier gleich um die Ecke. Insofern kann ich nur anregen, es ist ein total spannendes Feld, sich damit zu beschäftigen und ich habe extrem viel über Diversität gelernt. Dankeschön. Thank you.